So, und damit wieder zurück. Hoffentlich ist der Planet hier ein Ticken besser. Da liegt... geil. Da ist gleich mal was zum Forschen, glaube ich, da hinten, ja. Ist natürlich geil, dass gleich so ein... ja... ein abgeschürztes Schiff neben uns ist. Aber auf der anderen Seite ist das... da ist noch eins. Ist das Mist? Weil ganz einfach die Rohstoffe jetzt ziemlich weit weg sind, so wie ich es vorhin gerade erklärt habe. Und ja, wir werden sehen. Jupp, einsetzen. Diesmal haben wir es gleich. Hier dieser Pinöpel im Weg. Kann man den vielleicht dann ausgraben. Okay. Kann man nicht ausgraben. Das wäre cool, wenn man diese Gegenstände so noch wegziehen könnte, irgendwo einen Schrottplatz erstellt, als die hier diese Dinger da nimmt. Baut sich da einen Schrottplatz zusammen. Weil, es liegt halt hier jetzt einfach so rum, ne? Ist halt blöd. Was haben wir denn hier drin? Oh, da haben wir schon einen Sitz. Alles klar. Wir haben Sitz noch was? Nee. Okay. Unser Geheimlager. Gut, hoffentlich läuft es diesmal besser. Wo stellen wir dich hin? Diesen Haupteingang. Haupteingang ist da. Okay, dann stellen wir dich hier ran. Hallo? Oh, man kann sogar ineinander stellen. Das da reinzukriegen. Das ist ein Tick zu nah dran war. Ja. Ticken. Ja, jetzt kommt man ran. Alles klar. Gut. Stellen wir da hin. Nehmen uns das Teil. So. Dann brauchen wir Large Plattform und Forschungskammer. Jetzt brauchen wir Harz. Gemisch brauchen wir keins, aber Harz. Man kann es nochmal abbrechen, okay. Das ist auch neu. Endlich ein wunderschönes Habitat, wo man sieht auch, wie Strom produziert wird und der Sauerstoff. Aber das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Die
Die Neuigkeiten haben wir uns schon angeguckt, die können wir wegdrücken. Ja, vielleicht kriegen wir den Schrott dann noch irgendwie entsorgt. Mal sehen. So. Kann ich das Ding eigentlich verschieben? Nee, ne? So, oder? Genau. So, und dann brauchen wir Forschungskammer. Da brauchen wir Gemisch. Alles klar. Danke. Ja nicht. Alles klar. Mach ich nicht. So, wo war jetzt die Forschung? Ich glaube hier dahinter, ne? Ja. Oh, wir haben 4000 Bytes. Ach ne, 4000 sind da drin. Okay. Das ist natürlich schon mal ordentlich, ne? Ordentlich Zaster. Licht, ne? Kran, nö, nö. Nö, das ist ein Rover, Shuttle. Hä? Ach, da Verbindungen. Alles klar. Die Brummer. Hier Verlängerung, Verteiler. Also wenn das Ding fertig ist, können wir auf jeden Fall das Solarmodul holen. Dann haben wir schon mal tagsüber Strom. Oder... Warte mal. Hier waren die Lager drin, ne?
Nee. Kosten die. Kostet 2000. Okay. Da haben wir die wahrscheinlich als erstes, dann können wir da lagern und dann schön abforschen. Gut, dann spiken wir mal hier hinter. Noch drin. Aber zum Forschen ist nicht. Ja, ich drehe da schon um. Schon bauen die Verbindungen. Haben wir doch erforscht. So, jetzt holen wir uns hier noch Gemisch schnell ab. Das müsste eine Rakete oder sowas sein.
Ups. Solarpanel. Das müsste man doch auch für sich verwenden können. Das ist ein langer Weg. Die Zeit aus dem Auto kriegen. Und wieder zum Mond fliegen. Eigentlich wollten wir ja die anderen Planeten auch noch machen, ne? Hatten wir das Thema nicht schon mal? Einfach mal voll tanken, alle Planeten anreisen. So, stöpseln wir das da drauf. Tuck. Immer wieder dahinter. Früher gab es da solche Dinger. Also so ein Felsen, wo man quasi dran rumlutschen konnte. Ja, die haben sich immer das selber nachgefüllt, jetzt sind es einfach nur Felsen. Na super. Schaffe auch nicht mehr. Glück haben. So, haben wir überlebt. Haben wir überlebt. Jetzt können wir wieder dahin rennen.
So, mal sehen, ob der Felsen hier umfällt oder hier reinfällt. Anscheinend nicht. Ah, doch. Cool. Felsen umgelegt. So, ja, jetzt noch ein Kollege mit dabei. Den kennt ihr ja schon, da hat er bloß nichts gesagt. Er hat mir gerade seine Erlaubnis gegeben, dass ich seine Stimme quasi mit aufzeichnen darf. Ne, da hinten war er schon. Da hinten war er schon, da war nichts mehr. Da haben wir, genau, da haben wir schon gelootet. Jetzt muss ich mal in die Richtung gehen. Müssten wir noch Kanister mal noch erforschen, dann können wir das edle Loch hier zumachen. Ich habe nämlich gerade noch Harz gefunden. Gleich bei uns in der Nähe. Jo. Oh shit, das war zu weit. Gemisch haben wir auch noch hier da? Ja, ich habe das alles so liegen lassen. Ich habe nur das Nötigste abgebaut. Klar, da geht's runter. Schade, keine Forschung. Aber wir haben da eine Forschung da, plus eine Forschung in Reserve, ne? Ja. Die Stöpsel wieder einsammeln. Das bringt sonst nichts. Hast du die Sonde auf dem Weg schon auch leer gemacht? Ja. Also leer nicht. Die Materialien sind noch drin. Ich habe das noch drin gelassen, weil ich sowieso nirgendwo hinstellen kann. Du hast doch diese Stadtplattform. Da kannst du doch die Stadtplattform neu bauen. Das weiß ich nicht, soweit habe ich es noch nicht ausgetestet. Ganz zum Anfang hast du doch diese komische Bauplattform und so weiter. Da kannst du doch immer wieder neue bauen. Ach so, nee, ich wollte die große gleich bauen, deshalb. Oh. Ja. Und was gut ist, du kannst diese Plattform wieder umbewegen. Also du kannst sie wieder abmontieren. Die Bauplattform musst du einfach nur von Strom nehmen, die beiden Sachen abnehmen und dann kommst du ganz normal ran. Ja, genau. Oh shit, die Gase fliegen mir hinterher. Jo, Forschung. Sehr gut. Ah, jetzt so lange Weg wieder zurück. Oh Mann. Dieser Weg wird steinig sein. Na, bitte. Der Verbinder, genau. Boah, ich hab schon gebaut bis zum Umfallen hier, Verbinder. Nee, ich baue mal gerade selber welche. Ich hab ja ein bisschen und ich hab hier unterwegs was gefunden.
So. Ja, meine Verbindung habe ich ja schon alle wieder leer gemacht. So schnell wie ich die baue, so schnell sind sie auch wieder weg. Ach übrigens, mit Steuerung Linksklick oder Rechtsklick müsste mal F1 drücken. Oder Alt, Linksklick, Rechtsklick, kannst du die Sachen gleich verwenden und so, ne? Da muss ich auch noch so rumprobieren, was genau was war. Hab noch für dich was gefunden, wo du dich hinsetzen kannst. Ach, sitzen, na hier ist auch noch einer drin. In dem Ding. Ich hol die gerade raus. Ja. Wo ist jetzt die Basis auch da? Stelzen halt irgendwo in der Prärie. Kannst du dann gleich mal Kanisteranlage erforschen? Jo. Die brauche ich nämlich auch zum Begradigen. Warte mal, das wird glaube ich da drin. Ne? Genau. Okay. Wo tun muss man hin? Einfach mal hier, ja, zack. Zack. Und da, genau, Kanister. Kleiner Hammer. Was ist denn? Hammer. Der berührt dann das Gelände nicht, das ist ein Aufsatz für deine Knarre quasi. Damit kannst du kein Gelände abbauen, aber wenn jetzt hier zum Beispiel Sauerstoff oben drauf liegt, das kannst du abbauen. Also du baust nur oberflächlich ab, du gräbst damit dann nicht mehr. Der hemmt das quasi, genau, das ist halt super, wenn du Gras abbauen willst oder so für einen Generator. Generator. Also heißt das, man noch einen Hammer bauen. Brauche ich da wieder. Generator machen wir. Hoch. Ja, der Hammer braucht aber was ganz komisches wahrscheinlich. So. Da. So. Du bist aber komisch. Kanister. Hammer. Braucht Kupfer. Kupfer. Vorwortlapp hier was drin. Oder? Nee. Kein Kupfer. Mach bitte mal nicht so Geräusche hier. Ich bin das nicht. Nee, ich meine ja und Tobi. Warum nicht? Warum nicht? Haben wir schon. In der Forschungskammer haben wir schon, ne? Ja. Large Plattform, 3 Harz. Ja, noch ein Plattform. Ja. War da hinten in dem Shuttle irgendwie Kupfer? Ich glaube ja. Ich guck da mal rein. Ja, muss da mal reingucken. Ich hab erstmal nur das Ding rausgeholt. Jo. Da ist ein Kupfer. Alles klar, Hammer. Du hast dich ja durchgebohrt. Ich hab's von außen rausgeholt, alles klar. So, ja, ich hab's von unten. Ja, ich hab mich von unten ein bisschen rangebohrt. Spring mal noch Kupfer wieder zurück. Also eins war da noch drin. Falls du dir einen Hammer bauen willst. Du musst doch gleich. Ich baue gerade so eine kleine Plattform erstmal, denn die braucht man ja auch. Logischerweise, jetzt kann ich an meinen Rucksack ganz normal rangehen.
geht das denn? Okay. Tja, wenn ich der Host bin, ne, geht es.